So, willkommen, Freunde meines Kanals und meines Let's Plays. Wir steigen wieder direkt ein in unsere Mine und graben hier weiter nach Kohle. Ich weiß noch nicht ganz, wie wir hier hingekommen sind und wie wir hier wieder rauskommen. Aber da hier Fackeln sind, waren wir hier schon mal. Also muss es auch irgendwie wieder rauskommen. Rausgehen. So. Und Chris. Hallo, ich sag auch mal kurz Hallo. Ich stehe nämlich noch genauso wie Wayne in der Mine. Ich habe gerade einen Dungeon gefunden, einen Zombie-Dungeon. Der ist auch geklärt, waren aber quasi nur Kokobeans drin. Leider. Klassischer Vorführeffekt. Ehe man doch mal die Melon Seeds findet, vergehen von Jahren. Naja, die findest du ja im normalen Dungeon auch nicht. Nein, ach stimmt, nur Minen, ne? Nur Minenkisten, das ist der Punkt. Wir müssten quasi mal eine Mine finden und da mal suchen gehen. Dazu müsste man aber erstmal eine Mine finden. Ja. Und eine Mine finden heißt nicht wieder rausfinden. Oh ja, da verläuft man sich. Und auch lange und gut. So. Ich bin jetzt auch mal wieder in einem komplett neuen Höhlenabschnitt gelandet. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich bin, was ich im. Hä? Das hat rückgekoppelt. Ha! Ich habe gerade auch einen Dungeon gefunden. Damit finden wir schon den zweiten Dungeon in unserem Let's Play und das alles innerhalb der letzten, naja, paar Folgen. Das ist doch der Wahnsinn. So, und sobald ich hier ein paar Fackeln aufgestellt habe, gucke ich auch rein, was in der Kiste ist. Hast du die gerade die Knochen getroffen oder war das der Zombie? Wie bitte? Hast du. Ei, hier kommt gerade ganze Heerscharen von Viehzeug auf mich zu. Ich wollte dich fragen, ob du dir gerade die Knochen gebrochen hast oder der Zombie. Muss der Zombie gewesen sein. So wie es aussieht, geht die. Also, wie gesagt, das ist eine mordsmäßig schöne Höhle, die wir hier haben. Verwinkelt wie Sau. Gut Rohstoffe drin. Also, das ist schon mal schön. Und ja, das Viehzeug ist halt so eine Sache. Da müssen wir vielleicht mal einen Kammerjäger rufen. Doktor TNT? Oh Gott, ich dachte gerade, mir wäre es abgeschmiert. Da hat es gerade mal so geruckelt. Da dachte ich mir, jetzt geht hier alles gerade in die Brüche. Nein! Ich hatte einen Glitch. Oh. Na gut, wir haben jetzt nur eine Kiste im Dungeon und wir finden drin ein Eisen, ein Eimer, 6 String, ein bisschen Gunpowder, Weed und einen Sattel. Das heißt, wir können Schweine reiten. Ist weniger spektakulär, als man sich das vorstellt. Ich glaube, man kann auch andere Tiere reiten, oder? War das ein Mod? Das war, glaube ich, ein Mod. Oh. Ich hätte Lust, einen Creeper zu reiten. Ha. Aber ich glaube, das findet er nicht so lustig wie ich. So, wir graben weiter nach Kohle. Immer weiter auf der Suche nach Rohstoffen. Und diese Höhle geht hier alles noch weiter. Chris? Ja. Ich habe eine Schlucht gefunden. Yay, das klingt gut. Da hat man nämlich auch ab und zu mal wirklich Glück mit den Mining-Schächten. Ja, genau. Ach, das ist so schön. Da kriegen wir vielleicht auch mal ein paar Melonensamen zusammen. Ansonsten machen wir uns einfach über Industrial Craft. Also, das Industrial Das Craft. geht? Ja, es geht. Naja, so indirekt. Industrial Craft hat ja dieses genetisch veränderte Züchten Ach drin. so. Und man kann quasi über eine zufällige Mutation erreichen, dass man Melon Seeds kriegt. Also Melonen und dann daraus die Melon Seeds. Quasi als Pflanzenmutation. So hatte ich das eigentlich geplant, im Let's Play zu machen, wenn wir dann quasi gar keine Mine finden auf Dauer. Dass wir irgendwie doch dran kommen. Aber wahrscheinlich können wir uns das eh sparen, weil wir.
eher vorher eine Mine finden, als dass wir das zustande kriegen. Gerade wenn ich hier so wenig Motivation an den Tag bringe, das überhaupt aufzuziehen. So, ich nehme auch hier mal ein bisschen Eisen mit. Die Smaragde lasse ich mal in der Wand. Wegen der Deko. Und diese Höhle. Ich glaube, ich bin jetzt von fast allen Seiten auf diese eine Höhle gestoßen, Chris. Cool. Die unten, wo die Schiene endet? Nee, eben nicht. Die ist ein Stück weiter oben und das ist wie so eine zentrale Höhle. Und da bin ich beim Marmorabbau drauf gestoßen. Da bin ich mal irgendwo unten rumgelaufen, da bin ich auch drauf gestoßen. Jetzt bin ich gerade durch den anderen Höhlengang durchgestoßen. Boom. Er hat schon zweimal Zisch gemacht. Und da war das Boom. Und nichts passiert anscheinend. Nö, ich habe mich nur mordsmäßig erschrocken. Aber ansonsten geht's mir gut. Ah, mein Herz, mein armes Herz. Ich verklag Notch irgendwann mal, wenn ich einen Herzinfarkt kriege, obwohl dann ist auch zu spät. Ah. Ich glaub gar nicht, wie ich mich gerade erschrocken habe. Immer noch das Gefühl, dass die roten Creeper die ungefährlichsten sind, obwohl das eigentlich keinen Unterschied machen soll, weil es nur eine Textur ist. Epic Standoff zwischen Zombie und Skelett. Ja, das ist schön. Ja, manchmal ist es nützlich, wenn man einfach mal im Weg steht. Ja, wenn die sich gegenseitig umhauen, ist einfach herrlich. Hallo, jetzt bin ich hier rausgekommen. Auf der anderen Seite von so einer langgezogenen Lava. See. Ich bin auf der anderen Seite. Über sicherlich 8 bis 10 Nebengänge. Eine coole Sache. Ich habe jetzt schon einen Stack Kohle zusammen. Das heißt, das ist schon mal ein Diamant. Oh, das ist gut. Ja, und jetzt, ich weiß, ich habe oben noch genug für einen weiteren. Nein. Ich habe ein unverschämtes Glück. Ich sollte aus dieser Mine rausgehen. Oh, der hat sich über mir hochgesprengt. Der hatte Stress mit der Spinne anscheinend. Und hat sich über mir hochgesprengt und nicht auf mir. Ich kann nicht sagen, wie dankbar ich dieser Spinne bin. Und da ist gerade noch ein Creeper. Also... So viel zum unverschämten Glück, Leute. Ach Mensch, muss das sein? Was ist passiert? Bist gestorben? Ja. Ich hab gerade in die gucken können. Naja, ich war da unten in dieser Höhle, wo ich immer wieder hinkomme. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme, aber ich komme immer wieder hin. Und ich stand da, hatte gerade einen kleinen Kampf gegen eine Spinne. Ich höre den Creeper noch, versuche wegzulaufen. Anscheinend bin ich ihm direkt in die Arme gelaufen. Hm. Und das hat mich jetzt natürlich gekillt. Au. Jetzt tue ich mir noch selber weh. Das muss ich. Ich muss irgendwie hier runterkommen. So, und ich glaube, man kommt nicht über Ecken. Ah, das ist natürlich doof. Mein ganzes Werkzeug und alles ist da unten jetzt. Ich kam über verschiedenste Ecken in diese Höhle und ich möchte gerade wissen, über welche Ecke ich hier noch reinkam. Das ist die Ecke. Oh, gerade einen Creeper gehabt, der auch mal 4 Pfeile aushält. Ich habe mein ganzes Zeug wiedergefunden. Cool. Zumindest glaube ich, dass es alles ist. Du hast doch mal Schwein gehabt. Erzähl mir davon bloß nichts. Es war... Ich kam hier runter. Schon wieder mal das Herz in der Hose gehabt. Weil, ne? Was ist das Erste, was ich sehe? Ein Zombie. Keine Waffe in der Hand.
Was ist das nächste, was ich sehe? Dreimal darfst du raten. Creeper? Ja. Der kam dann direkt auf mich zu und meinte, Jung, dich kenne ich doch. Also, aus Erzählungen, weil... Ne? Ist nicht euer Ernst. Rat mal, was hier noch rumläuft. Ein Enderman. Hier drin? Naja, es ist eine ziemlich große Höhle, Chris. Oh. Die sind ja nur beschränkt durch die Deckenhöhe. Die spawnen ja im Dunkeln. Ich will raus aus dieser Höhle. Und irgendwo hier ist auch ein Slime. Ich habe gerade einen Slime gehört. Oh, das wäre schön. Das heißt, hier ist ein Chunk, wo Slimeballs drin spawnen. Und damit können wir uns alle ziemlich freuen. Weil wir können die Slimeballs benutzen, um unsere Pistons auszurüsten. Wir können die Slimeballs nutzen, um für Railcraft ein paar Sachen zu bauen. Also, ich habe gehört, vielleicht war es aber auch der Enderman. Aber ansonsten hätten wir auf jeden Fall hier unten eine Möglichkeit. Also, es ist groß genug, dass hier irgendwo ein Chunk dabei ist, wo irgendwo einer drin spawnt. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen. Wir werden ihn aber in Zukunft bestimmt sehen. Jetzt ist hier Lava. War ich hier schon mal? Ich kann mich nicht erinnern, wo ich schon mal war. Ich will raus aus dieser Mine. Ich habe zu viel... Ich bin zu jung zum Sterben und ich habe zu viel Kohle dabei. Bitte nur irgendwo ein Zeichen. Ein Stück Bahnlinie oder irgendwas. Was hast du gefunden? Ja, es war mir schon klar, dass Chris die Diamanten für sich beansprucht, den er gerade gefunden hat. Ja, immer dieses Push to Talk. Manchmal ist es doof. Jetzt muss ich es natürlich auch noch hinkriegen. Aber es ist wirklich nur ein einzelner, rundrum nix. Ein einzelner Diamant. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Da ist eine Wasserströmung, aber ich glaube, dass... Da ist eine Fackel dran, aber das hat nicht viel zu sagen bei mir. Ich bin hier schon mal reingelaufen und habe gesagt, nee, da schwimme ich nicht hoch. Das Lustige ist, jemand muss diesen Diamanten eigentlich schon mal gesehen haben. Hier war ein Cobblestone in der Wand. Vielleicht ich von der Gegenseite zugemacht. Ich habe die Trail gefunden. Ich habe die Schienen gefunden. Oh, geil. Nichts wie raus aus diesem vermaledeiten Loch. Mit dem Knochen in der Hand als Trophäe unserer Jagd rennen wir hinaus aus der Mine und machen ganz schnell hinter uns die Tür zu. So, jetzt bunkern wir alles, was wir haben, in irgendwelchen Kisten, damit es sicher ist. Also relativ sicher. Wir haben 30 Eisen dabei. Das ist doch schon mal ein riesen Fortschritt. Damit kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen was zusammen. So, gleich hier in den Macerator. Und hier nehmen wir den Tindast raus und machen die Kohle rein. Ach, ist das schön. Ich freue mich, dass wir raus sind und dass wir unser Zeug wiedergefunden haben. Ist noch viel schöner. Und hier sind nochmal 5 Gunpowder. Hatte ich nicht mehr Gunpowder? Ich habe keins gefunden. Dann habe ich mich vorhin verguckt, dann hat das keine 20 Gunpowder, sondern nur ein bisschen was. Auf jeden Fall haben wir auch einen Eimer, was sehr praktisch ist. Mit 2 Eimern lässt es wesentlich leichter bauen. So. Müssen wir erstmal ein bisschen das Inventar sortieren. Ich habe auch zurückgefunden. Wieso habe ich Scheren dabei? Keine Ahnung, gefunden? Wieso habe ich das Gefühl, dass das irgendwie ein Bug ist und es war irgendwas anderes vorher? Ich habe auch eine Stone Pickaxe dabei. Ja, da werde ich auf jeden Fall mal bei der Aufnahme mal gucken, was ich da wirklich im Endeffekt sich irgendwie umgewandelt hat. Und dann
bis zur nächsten Folge. Tschüss.